Da hasse ich, ich war 16 und sie 31 und ich habe mich vertan. Ich bin bei 60 gelandet. Und ich bin tatsächlich auch dankbar, dass wir in Deutschland leben, in einem Ort, in dem es eben noch nicht alles auseinanderfällt, wenn man so links und rechts guckt. Denn die Nachrichten machen einen ja wirklich wahnsinnig. Wenn wir uns hinsetzen zu essen, die Küche ist sauber. Das kann ich nicht so sagen, denn mein Mann kocht. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Webshow. Wir sind heute so ein bisschen die gestiefelten Kater, nee, Katzen. Wir sind die gestiefelten Kater nicht. Die gestiefelten Tiger, wenn es nach Dominique geht. Wir haben nicht nur Tiger heute hier bei uns auf dem Wir Sofa. Haben auch andere gute Geschichten. Genau, andere gute Gäste vor allen Dingen, nämlich unter anderem Stefanie Kloß und Peter Maffay. Die beiden sind ja schon sehr, sehr lange in der Musikbranche unterwegs und haben natürlich schon sehr viel erlebt. Deswegen ist Storytime das perfekte Spiel für die beiden. Ich habe wütend. Wütend? Wütend. Okay, das ist eine lustige Kombi. Ich habe Fans. Okay, ja? Wütende Fans. Ich denke mal, wenn ihr eure großen Hits nicht spielt, dann gibt's Haue, oder? Ja, wir haben es gerade auch wieder gemerkt, wir gehen nächstes Jahr wieder auf Sommertour und hatten gerade einen Pre-Sale. Da gab es auch ein paar, ich glaube, sie waren nicht wirklich wütend, ich glaube, sie haben sich geärgert, weil wir spielen einmal auch in Dresden, in unserer Heimatstadt, und wir spielen einmal ganz groß am Elbufer und einmal aber in einem ganz, ganz kleinen Club. Ich glaube, da passen so 400 oder 500 Leute rein. Oh. Und da waren die Tickets sehr schnell weg und ich glaube, die waren wirklich Punkt 10 am Handy und so. Und dann haben sie keine Tickets mehr bekommen, einige. Das war. Und dann gab es? Da gab es vielleicht ein paar wütende Fans. Nein, die waren nicht wütend, sie waren traurig. Peinlich berührt. Konzertauftritt. Du hast doch ganz viel ja, von ich solchen Geschichten Abend auf Lager. Gestern war Abend. Gestern was peinlich? Ja, ja. Also mir ist ein Fehler unterlaufen bei uns, es war Sommer. Ja. Ich war 16 und sie 31 und ich habe mich vertan. Ich bin bei 60 gelandet. Es war grenzwertig, aber die Leute haben das mit Humor genommen. Ängstlich? Ja. Andere Promis? Okay, die große Frage, welche? Hatten wir Angst vor Peter Maffay, als er zu The Voice of Germany gekommen ist? Nein. Nein, hatten wir natürlich Nein, nicht. Warum auch? Nein, warum ja. auch, ja. Aber ich glaube, du hast Marc manchmal ein bisschen Angst gemacht. Aber zu Recht. Nein. Nicht wirklich, Nein. natürlich, aber... Marc ist auch ein sehr selbstbewusster Mensch und nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut gekannt vorher. Ja. Und er ist richtig schätzen gelernt jetzt, nachdem wir so nahe beieinander gesessen haben. Ja, er hat auch seitdem du ihm eine Gitarre geschenkt hast, hat er das auch sehr ernst übt genommen er und hat überhaupt? Gesagt, also er hat zumindest vor einer laufenden Kamera gesagt, dass er hat er es mir versprochen. Ja, hat er gesagt. Also er hat es versprochen und ich nehme an, dass das hält. Ja. Das musst du schon einfordern, aber... Das mache ich. Ja. ja. Überglücklich. Singen. Ich bin froh, nach den letzten 2 Jahren fühlt sich das Spielen jetzt tatsächlich so an wie es ist der ein Hammer. Großes Geschenk. Es ist der Hammer. Das ist schon krass. Gestern Abend das letzte, also das erste Mal nach dieser riesengroßen Pause. Ja. Man hat verlernt damit, richtig umzugehen und das zu schätzen. Ja. Aber dann, wenn dann dieser Schwall kommt und diese Gesichter und die schönen Menschen, die da stehen und die Erwartungshaltung, ist einfach grandios. Wetter hat gestimmt, es war alles perfekt. Ihr habt ja jetzt schon viel gespielt, ne? Ja, wir haben schon im Mai angefangen und wir hatten jetzt vor kurzem ein Heimspiel in Dresden. Dresden. In unserer so in der fettesten Kulisse am Elbufer. Und es war so schön und die Leute, musst dir vorstellen, die haben ihre Tickets schon seit 3 Jahren für dieses Konzert. Das ist seit Loyalität. 3 Jahren. Und haben es behalten und haben es nicht weggegeben und haben daran geglaubt, dass wir irgendwann alle da stehen werden. Und haben und alles mitgesungen. Können. Und haben natürlich alles mitgesungen und es war grandios. Also an dieser Stelle Dankeschön an alle, die dieses Jahr ihre Tickets behalten haben, ihre Tickets schon so lange für uns alle zu Hause hatten. Es gibt kein größeres Geschenk, was ihr uns machen könnt, indem ihr eure Tickets behalten habt. Und deswegen, wir sehen uns alle im nächsten Sommer wieder. Kann ich mir deine Fans mal ausladen? Dann brauche ich keinen Teleprompter mehr. Ja, stimmt, dann können die mitsingen. Ja. Wisst ihr müsst textsicher sein. Bei Peter Maffay und Silbermann Konzerten. Genau, bei der ist es textsicher nicht. Textsicher sein. So, ciao. Ich glaube, das kennen wir irgendwie alle nach der Pandemie, dass man so ein bisschen überfordert dann war, so mit dem plötzlichen Ansturm von, nicht nur als wenn man auf der Bühne steht, ne? Wir stehen nicht so oft auf der Bühne, aber ich muss wirklich sagen, nach der Pandemie ist auf einmal alles richtig viel. Also ja.
alle feiern gerade ihren Geburtstag nachgefühlt. Es wird irgendwie jede Firmenfeier nachgezogen. Ja. Es wird irgendwie, also es ist ganz, ganz viel. Und es ist wirklich wie so ein großer Schwall, der auf einen überschwappt. Ja. Und man ist so, okay, Überforderung, Überforderung. Es kommt einem auch immer vor, als wäre es überall voller. Also die Straßen sind voller, jeder Laden ist voller, alles kommt einem, die Leute kommen einem mehr vor. Schreibt uns doch mal gerne in den Kommentaren, ob es euch auch so geht, dass ihr irgendwie so alles zu viel bisschen gerade empfindet. Aber es gibt natürlich nicht nur Sachen, die vielleicht zu viel sind nach der Pandemie, sondern es gibt auch viele Sachen, für die wir dankbar sind. Und das ist ein gutes Stichwort. Denn am Mittwoch ist der internationale Tag der Dankbarkeit. Und generell sollte man ja immer so ein Mindset haben, dass man positiv denkt, dass man dankbar ist für die Dinge und dass man dadurch natürlich auch so ein bisschen das auch anzieht, dass gute Sachen einem passieren. Das ist ja so ein bisschen trendig auch, muss man dazu sagen, dieses Gratitude. Immer mehr Podcasts nehmen das auch als Thema. Deswegen haben wir uns mal gedacht, wir fragen mal im Studio nach, wofür seid ihr eigentlich dankbar? Als Mama mit Haut und Haaren und Leib und Seele bin ich natürlich dankbar für meine beiden großartigen Kinder und vor allem bin ich dankbar, dass die sich so gut verstehen. Der Junge ist 20 und die Tochter ist 7 und die beiden sind wirklich so. Und das ist so süß und wärmt mir jedes Mal das Herz. Ich bin wahnsinnig dankbar für meine Familien. Einmal meine eigene Familie, meine Familie, mit der ich natürlich lebe, für meine Frau, für meinen Sohn, für unsere Hunde. Ich bin dann dankbar für die Frühstücksfernsehfamilie, in der ich arbeiten darf. Eine Familie, die ganz besonders ist und uns alle eint, wirklich eins. Freundschaft. Und dann habe ich auch noch meine RAN-Familie und da habe ich das gleiche Glück. Und da habe ich auch so eine tolle Mannschaft und ein tolles Team. Also man kann sagen, ich bin vom Glück geküsst und dafür bin ich dankbar. Ich bin für sehr vieles dankbar. Ich fühle mich eigentlich als Glückskind des Lebens. Aber insbesondere bin ich dankbar für meine Freundinnen und Freunde, die mir zuhören, die mir Liebe geben, die mir Bestätigung geben. Das ist eigentlich extrem wichtig und das begleitet mich das ganze Leben. Abgesehen von den privaten Sachen, die ich jetzt mal nicht nenne, für die ich dankbar bin, es gibt zwei Sachen, die mir heute ganz bewusst aufgefallen sind. Ich bin unglaublich dankbar für diesen Arbeitsplatz, der uns allen irgendwie sowas wie eine offene Therapiegruppe ist die letzten zwei Jahre wegen Corona und Krieg und alles. Da ist man für all das Feedback von euch, aus unserer Gruppe, auch von den Zuschauern total dankbar. Für meine Kolleginnen und Kollegen hier, ihr seid einfach ein geiler Haufen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil es mich gesund hält mental. Und ich bin tatsächlich auch dankbar, dass wir in Deutschland leben, in einem Ort, in dem es eben noch nicht alles auseinanderfällt, wenn man so links und rechts guckt. Denn die Nachrichten machen einen ja wirklich wahnsinnig. Und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Ein schönes familiäres Arbeitsumfeld ist wirklich eine tolle Sache. Ich bin zum Beispiel richtig dankbar, dass ich mit dir zusammenarbeiten kann. Ich bin dafür auch sehr dankbar. Das ist auch ein bisschen kitschig, aber es ist nun mal so. Aber es ist nun mal so. Man kann es auch so einen großen Unterschied, Domi und ich reden öfters mal tatsächlich drüber, wie anders es ist, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet. Ja, guck mal. Oh! Ich kann sogar die Sätze beenden voneinander. Und apropos Sätze beenden, wir haben nämlich mit Gianna Inazzarella auch Sätze beenden gespielt. Immer irgendwo anders, weil ich gerne in einem schönen Hotel bin, wo ich nicht kochen muss und auch die Küche danach nicht sauber machen muss. Ich glaube, eine Lasagne, damit sie so gut kocht wie bei meiner Schwiegermama. Ich habe viel geübt, aber mittlerweile schmeckt sie auch gut. Mein Alltag. Ich liebe es alles, was einfach ist, was ziemlich schnell geht, aber trotzdem schmeckt und satt macht, vor allem uns zusammenhält. Einiges. Bei uns darf nie fehlen irgendwas, was Pasta ist. Also Pasta gibt es immer, weil bei den Italienern muss es immer so sein. Es darf wahrscheinlich nie eine Pizza fehlen, weil mein Mann ist der größte Pizza-Fan der Welt. Und am Ende darf nie Eis fehlen, weil in diesem Haus lieben alle Eis. Also am liebsten koche ich, wenn ich Zeit habe, weil ich liebe es dann auch zu genießen und keinen Zeitdruck zu haben. Aber meistens bei so einer Familie, wo zwei Kinder sind, der Mann, alle haben einen Job oder alle müssen zur Schule oder zurück von der Schule, alle haben Hunger. Es wird immer schnell, schnell, schnell gekocht. Also deswegen liebe ich es, in Ruhe zu kochen. Passiert nicht oft, aber immer öfter. Dass sie am liebsten direkt alles auch sauber macht wie ich.
Ich bin eine, die kocht und nebenbei direkt alles sauber macht. Also meine Küche, wenn wir uns hinsetzen zu essen, die Küche ist sauber. Das kann ich nicht so sagen, denn mein Mann kocht. Ich liebe Gianna Inazzarella, weil genauso sind wir bei uns zu Hause auch. Man kocht mit einer Hand, mit der anderen macht man schon sauber. Ja, das ist natürlich das Best-Case-Szenario, wenn du tatsächlich auch direkt nach dem Kochen sauber machst. Aber ich bin leider manchmal ein bisschen zu faul. Ich gebe es zu, hier vor Kamera. Nicht mal danach, sondern dabei. Also nein, ich lasse es stehen. Ich will erstmal essen. Ich will erstmal alles verdauen. Ich will mich auf die Couch flacken und irgendwann räume ich dann auf. Ist auch schön, mein Mann ist so ein bisschen oberintensiv. Bevor man anfangen kann zu essen, steht er schon und irgendwie wäscht ab. Das finde ich dann manchmal auch ein bisschen too much. Ja, das mit dem, dass er es macht, das ist schon mal ziemlich gut. Aber erst, ich würde auch gerne einmal kurz essen und dann weiter aufräumen. Aber dafür bist du sehr dankbar. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich den Abwasch nicht machen muss. Also dieser Dankbarkeit verabschieden wir uns auch schon. Ciao, ciao.